Ja, hallo, hallihallo und zurück und so zu Part 21 und wie versprochen ist auch Mia wieder dabei. Hallo. Und Mia hat mich auf eine Kleinigkeit Hingewiesen? hingewiesen, ja, hat sich nämlich auch meine Parts natürlich angesehen, damit sie überhaupt eine Peilung hat, worum es im Moment geht. Das ist gemein. Und haben wir vielleicht hier noch einen Schatz auf der Seite? Nein. Nein. Wäre auch so einfach gewesen. Ja. Jetzt werden wir das Ding mal hochklettern. Ich wünsche dir reichlich Spaß dabei. Warum? Du wirst mindestens einmal von dem Vorsicht! Felsensprung berührt, würde ich mal denken. Ganiva, Ganiva. Da ist noch mehr hochzuklettern. Glaub mir, einmal. Und was wettmachen? Wetten tun die Jungen, wenn sie Geld brauchen. Nee. Doch. Ach, hör auf, immer so eine Scheiße zu erzählen. Ich kann hier nie hochklettern. Also nicht da lang. Wäre eine Möglichkeit. Da will ich bestimmt nicht hin. Da musst du hin. Da will ich aber nicht. Musst du aber hin. Siehst du da? Ein Schatz? Ja. Den habe ich alleine gefunden. Hast du den ganz alleine gefunden, Ja. ja? Ich war so ganz allein meine Idee. Ja, Ich häng da wie so ein Kletteraffe. und die Hände in dem Metall sind schlecht. Ja, ich kann sowas. Guck mal, da liegt eine Leiche dahinter. Ja, eine erfrorene Leiche. Springst du jetzt mal darüber? Ja, ich hab Angst. Wo denn? Vorm Strom. Er hat dich gleich wieder. Pass auf, so. Ja. Ich muss so lachen, ey. Schwein gehabt. Das ist nicht Schwein gehabt und um kein Glück, das ist einfach nur Können. Noch ein Wissenschaftler, dem war es ja auch nicht warm genug. Sie haben die Energie in das Artefakt geleitet und es gab eine gewaltige Entladung. Der KGB hat das Experiment abgebrochen, den Kern entfernt und das Labor abgeriegelt. Die Wissenschaftler, die sie nicht gewaltsam entfernt haben, haben sie einfach zurückgelassen. Das ändert natürlich einiges. Schweine, die. Jupp. Kommst da nicht rein? Natürlich. Pass auf, wie ich da jetzt gerade reinkomme. So einfach. Hoffentlich geht das Ding jetzt nie runter. Nein, geht's nicht. Schade. Selten. So, das brauche ich gar nicht. Ha, die haben alle gedacht, ich verletze mich an dem Strom. Kann der Turm von hier aktiviert werden? Nicht ohne den Kern. Der scheint nicht hier zu sein. Die haben ihn wohl mit den Schienen hier weggeschafft. Kann es noch komplizierter werden? Das geht! Wozu sind die Kabel und Anschlüsse da? Das sind entkoppelte Hochspannungsleitungen. Du hast Glück, dass sie aus sind, sonst wärst du schon verglüht. Naja, zweiter Schluss. Ein bisschen Farbe im Gesicht macht nichts. Ja, vielleicht werden die ja dann noch angeschaltet. Das schätze ich mal, weil die sind ja nicht umsonst da. So. Ja. Okay, da vorne ist der Kern. Und da sind Männer. Vier, fünf. Sind die hübsch? Weiß nicht. Wollen wir sie mal aus der Nähe betrachten? Nee, lass mal, die haben... Habt ihr das gesehen? Ich sehe es. Ich hab die Knopfbrenne zuerst. Greift sie von hinten an! Schnick, schnack, Schnuck gespielt. Greift sie von hinten an! Ja, für mich bin ich kein Kindergeld. Das willst du doch nie. Ha, schon wieder tot getrampelt. Er scheint nicht geladen zu sein. Vielleicht kannst du ihn im Kontrollraum über dir aufladen. Verdammt, jetzt nur Hundesteuer. Oh, du bist immer so eklig. Ist doch nichts dabei. Ah, ich will da aber hoch. Guckst du, wie ich da hochkomme? Hallo Lara. Was? Sag mal, wie kommst du auf diesen Kanal? Psst, Sip. Sie muss aus deinem Büro ein Headset mitgenommen haben. Du bist
bist ja so clever, Lara. Weißt du, warum die Sowjets ihr Projekt Carbonek nannten? Das ist das Schloss, in dem Lancelot den Heiligen Gral suchte. Nicht die erste Verbindung zum Arthos-Mythos, die ich gefunden habe. Von wegen Mythos. Ein beschränktes Wort für eine beschränkte Perspektive. Du warst immer nur die Forscherin. Mit diesen Tesla-Geräten kannst du bestimmt gut umgehen, was? So gut wie jeder andere, vermute ich. Die Russen haben in dem Artefakt eine Kraft freigesetzt, die ihre einfältigen Hirne gegrillt hat. Drück also nicht den falschen Knopf. Du aber auch nicht. Ich kenne den richtigen Knopf, meine Liebe. Oh, du hast wohl inzwischen Russisch gelernt, Amman. Sie hat aufgelegt. Was zum Teufel sollte das? Sie hat Probleme, das Schwertfragment zu finden. Und sie will nicht riskieren, alles aufs Spiel zu setzen. Vielleicht hättest du ihr sagen sollen, was sie wissen wollte. Das sind richtige Zicken, ey. Nee, das sag ich ihr nie. Hab ich ganz alleine rausgefunden. Vielleicht petzt sie ja. Ja. Danke. Das schaffst du. Ich bin nur das Fenster. Nein. Wir brauchen, dass es geht, ne? Ja. Ich wette mit dir, das geht nicht. Ich muss das nämlich erst kaputt machen. Die scheiß Gitter. Das wette ich. Ja, wir springen nochmal zurück. Sehen du. Mhm. Da liegt schon wieder eine Leiche, Alter. Wir sind echt bei Resident Evil. Da sind auch alles Forscher. Im ersten Teil. Die umgekommen sind. Noch ein unterkühlter Wissenschaftler. Er schreibt, dass wenigstens ein Dutzend seiner Kollegen bei dem Experiment umkamen. Das Artefakt verwandelte die Tesla-Energie in etwas anderes, in eine unglaubliche Energiewelle. Kommt mir bekannt vor. Warum wurde das Projekt eingestellt? Sie haben sich geweigert, das Experiment zu wiederholen. Und als der KGB sie überzeugen wollte, lief die Sache aus dem Ruder. Das nenne ich Einigkeit im Büro. Oh Mann! Wow. So macht man das! Muss das nicht irgendwann mal aufhören? Er ist noch nicht ganz aufgeladen. Ich weiß nicht, was da schief läuft. Wie soll ich ihn bewegen, wenn ich ihn nicht anfassen kann? Das Kabel an den Magnethaken ist isoliert. Okay. Gute Frage, nächste Frage. Okay. Drehst du dich mal? Ich will auch gleich fallen. Ah, ich glaube, ich verstehe langsam diesen Plan. Pass auf! Ah. Also. Leuchtet schon wieder irgendwas. Aber diesmal sehe ich keinen Schatz. Ich mache jetzt auch nicht unnötig. Unnötig ist hier. Ja, ich will das Ding verfahren. So kann man also eine Tür öffnen. Mann, diese Technik ist ja wirklich Gold wert. Tesla war ein Genie. Ich bevorzuge Türklinken. Ja. Das stimmt schon, was Feines zu finden. Nein! Verdammt, was mache ich? Geh über den Nebel. Verdammt, das brennt! Was ist denn hier passiert? Seltsam. Der Kern muss die Kabel aufgeladen haben. Die Schienen in der Wand sind die perfekten Leiter. Ah, okay. Pass gut auf! Der macht mich übelst nervös. Halt ich hier noch. Und das Ganze mit Schwung und Schmackes.
Nein, das wird nicht noch kommen. Ich hab's. Ja. Es ist klar! Die nerven etwas. Nein, das Spiel soll auch spannend sein. Ja, sicher. So. So, was sagt die Uhr? Okay. An dieser Stelle mache ich einen Schnitt und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Part, ich merke mir die Zahlen, ich glaube 22. Hört mich auf mich einfach. Bis dahin. Tschüss.